Yo, moin Leute, hier ist euer Mr. Kanzin und mein Name ist Raphael. Ja, mit dabei ist der Zodeon. Hallo. Hey. Und ja, das ist so ein kleines LDT-Video. Ja, ein paar wollten, dass ich ein LDT-Video mache. Und ich hätte jetzt auch darauf Bock. Und ja, jetzt beginnen wir. Machen wir vielleicht erstmal den Mob hier. Normal? Machen wir den Mob. Welchen? Den da hier. Ach so, Skelett. Ja. Machen wir zuerst diesen ich mob okay. Ja, und ja, wie ihr seht, ich habe mir ein Holly plus 13 gegönnt. ja, ich hatte einfach auf DSP einfach Bock mit Engelsflügel plus 13, sieht einfach nur geil aus. Weil die ganze Zeit mit plus 9 rumzulatschen war mir ein bisschen zu langweilig. So. Und der ist auch auf 100 Elite geskillt, 25 Angriff und 20 HP MP. Und eigentlich ziemlich gut für LDT. Moment, jetzt muss ich hier noch ein bisschen mobben. Muss mich hier ein bisschen konzentrieren. So, komm vor. Nein, beim Deck gerade. Bevor wir kurz runtergehen, muss ich ein paar Seiten schließen, weil Ja. Verursachen beim Gangs. Ich mache jetzt ein bisschen mehr Damage. 53k. Ich habe davor Ding gemacht. 47. 5k bin, ja. Ja, warte mal, ich muss mal kurz mal hauen. Ah, ich kann mich auch healen. So. Oh, Mann. Was ist mit denen los? Und ja, also solange hier so Deon hier ein bisschen AFK ist, also abwesend. Ich bin schon da. Du bist da, ja. Möchte ich ein bisschen über GTA 5 reden. Ich habe gestern ein bisschen über GTA 5 geredet und möchte heute nochmal, also ein paar neue Sachen, die ich da in GTA 5 gemacht habe. Also, ja, wie beim letzten Video, das Spiel ist einfach nur geil. Also echt super gemacht mit der Grafik und so. Die Autos finde ich gehen nicht so schnell kaputt wie in GTA 5, GTA 4 meine ich. Aber dafür kann man sie irgendwie in der Luft, also wie Midnight, glaube ich, war das, kann man sie in der Luft so lenken. Wenn man in der Luft ist, kann man sie so steuern. Und das ist eigentlich ziemlich geil gemacht. Und was gibt's dann noch? Ja, man kann sich da so Immobilien kaufen, so sagen wir mal Schrottplatz kann man sich kaufen, man bekommt dann in der Woche, sagen wir mal, das kostet, wie viel hat es kostet, 250.000, man bekommt in der Woche $4.500 und irgendwann mal lohnt sich das halt so beim 100. Mal, wenn man Einstab. Warte, du kriegst, warte, ach hier kannst du haben jetzt zum beschissenen Rare. Jetzt will ich's warte, ich greif den Drachen, ich greif den da hier an. Ach mein, oh, mein Chat ist ja hier. Nein! Oh. Das ist aber beschissen. Oh. Scheiße. Deine Phoebe stirbt, oder? Ja. Wo ist der Skelly da? Da. Tot. Nein. Ja, also man kann sich so Immobilien kaufen. Die geilste Immobilie finde ich Flugzeugimmobilie, glaube ich, muss man sich kaufen wegen Story. Ich bin jetzt da nicht, doch, man muss es sich kaufen. Glaube ich, kostet ja irgendwie 150.000. Und man kann auch Missionen machen, so mit Flugzeugmissionen. Oh, scheiße, mein Phoebe stirbt gleich. Ach, scheiß auf. Mit Flugzeug kann man fliegen, man bekommt dann pro Mission $7.000. Und man muss da halt so rumfliegen und dann so gibt es so, wie soll ich das jetzt nennen? Da muss man hinfliegen und dann muss man ein Paket da loslassen. Und dann, wenn du es in diesen Ring da geschafft hast, hast du halt geschafft und man muss drei Stück da abliefern. Das sind irgendwie Kokain oder so, Drogen halt. Und was gibt's noch? Schrottplatz. Wenn du dir das kaufst, dann. Also wenn man sich das. Was? Ja, warte mal kurz 20 Sekunden wegen WKB. Okay. Also bei Schrottplatz, wenn du es dir kaufst, manchmal kommen so Gangmitglieder und wollen den Schrottplatz zerstören oder erobern. Da muss man manchmal da hingehen und die Gangs dann halt töten. Das sind halt so alte Gangs von GTA 4, glaube ich, war das. Und die sind fast ausgerottet und ja. Und dann gibt's, was kann man sich noch kaufen? Ein Hafen kann man sich kaufen, so Mini-Hafen. Kann man seine Boote dahin tun. Man kann sich auch online Boote sich kaufen. Dann
Ja. Autos kann man sich auch kaufen. Also ziemlich geil gemacht. So weiter, oder? Ja, komm. Ob dann hier. Hast 20er? Ja, ich hab 20er Ready. Und was dann die geilste Mission finde ich ist mit den U-Boot. Da muss man radioaktive Ey, weißt du was? Erzähl's nicht. Vielleicht zocken das gerade ein paar Leute und die wissen das noch nicht. Weißt, dann verdirbst du Spaß. Ja. Ja. Nee, Spoiler. ich erzähle nur noch das so. Ihr habt es vielleicht beim Trailer das mit U-Boot gesehen oder vielleicht seid ihr schon in der Mission oder vielleicht habt ihr die Mission schon gemacht. Nein, Ihr kauft doch doch. diese Immobilie für 230.000, könnt ihr dann mit diesen U-Boot da machen und könnt dann 23, 4, nein, 30 radioaktive Gefäße finden. Für je Gefäß, was ihr findet, glaube ich, bekommt ihr $25.000. Und wenn man das so rechnet, lohnt sich das halt. Da macht man um ca. 400.000 Gewinn. Und ja, ich glaube, ich soll jetzt nicht mehr weiter erzählen, weil sonst verderbe ich euch vielleicht den Spaß. Genau. So. Weil die meisten zocken ja nicht den ganzen Tag so 24 Stunden und sind schon durch. Nein. Außer Nein, ich habe erst Ding, glaube ich, 42% im Story. guck mal, wenig. Shit, jetzt habe ich wieder vergessen, Stoppuhr anzumachen. Eieiei. So, warte ich hier. Staubsauger. Wir waren gestern LDT, der hat nur aufgehoben, statt zu kämpfen, nur aufgehoben. Wir fragen den so, wie viel hast du halt in LDT, so wie viele Savis hast du bekommen? 101, ja, genau. Willst du den Saal wieder? Nee, nee, kannst du nehmen, ich habe noch 14. 14, okay, ich hab selber nicht, ich hab nicht so viele. Ich hab Ja, nur falls du 6 Stück. brauchst, sag Bescheid. Ey, ich hab gerade gestern gesagt, dass ich mein, also Zomba Waffe 290er, 6 plus 8 verkaufe ich, weil ich kaufe mir die 90er, weiß ja, die für 39 AK, die mit Allstart 8. Noch da? Ja, ich bin noch da. Ich sag, du mobst. Und mein, ach so, morgen, warte, ich kann Nee, machen. nee, nee, nee. Ich habe keinen 20er. Und ich glaube nicht, dass wir ihn noch alle Ja, dann schaffen. machen wir nur immer eins. Ja, genau. So Hätte ich einfach. Ice Mage, dann würden sie es hören, weil mit Ice Mage schaffe ich sogar fast so diesen ganzen Drachenmob alles zu killen. Also einmal 20er und dann noch die anderen zwei Flächenskills. Ich würde noch mein FK umskillen und mein BK. 22k Damage. Wer? Ich. Ja, weil du auf 100 Elite geskillt hast. 14, 22, ja. Und ich habe nur auf, warte, 70 Elite, oder? Ja, 70 Elite habe ich Ja, geskillt. ich hab auch 90 Equipment und so. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Ist egal. Wir wollten nicht zum Ritter. Ja, komm, dann gehen wir so außen rum, okay? So, du weißt schon. Hier entlang. Warte, ja, ich komme nicht. Macht schon Fun mit den Holly Plus 13 zu zocken. Mit den Flügeln, das sieht riesig aus. Ich mag aber eher Dämonenflügel. Ah, ich mag eher Engel. Mir gefallen die Dämonen nicht so sehr. Am Was besten war? wäre halb Dämon und halb Engel. So links Dämon, Ja, rechts das meine Engel. ich da. Licht-SP und Dämonenflügel sieht schon geil aus. Das würde so geil aussehen. Ja, warum machst du Halb denn? Dämon. Nein, ich meine halb. Nein, ich meine so Ach Engel, so. so Flügel. Linke Seite Ah. Dämon, rechte Seite Engel. Jetzt weiß ich, was du meinst. Oder so gemischt, sagen wir mal hier Flügel, gell? Links Dämon, rechts Engel, links Engel, rechts Dämon. Du weißt schon, dass es so Ausgleich ist. So, das ist so. Weil du weißt schon, was ich meine. Oh, ich habe ja gestern meinen Freya geskillt, also ihre Skillung gegeben. Eine Skillung regt mich auf, diese Buff von ihr auf F bekommen. Richtigen Abfuck. Ja. Ja, auf F. Ich muss noch ändern. Aber ich muss diese Scheiß nur für einen Skill holen, sondern weil wenn ich alle wegmache, ist S-Skillung weg. Ja, du musst dieses Ding kaufen. Aber ich würde es so lassen, also. Naja. Verdammter Ritter, stirb hier. Aber ich habe ja noch mehrere Accounts. Ich hab anderen Accounts Von geguckt. meiner Ich hab Schwester. da nix. Ich hab nichts bekommen bei einem anderen Account. Hast du was bekommen? Hier bei Sodion oder was? Nein, du hast doch andere Accounts. Ja, die von meinen Schwestern und so. Hast du da was bekommen? Ja. Ich nix? Bei meinen anderen Accounts habe ich nichts bekommen. Eigentlich solltest du eine Sendung bekommen. Habe ich auch nicht. Ich habe geguckt, keine Sendung, nix. Ich glaube, man hat es nur gestern bekommen. Ja, war auch nur gestern. Warte, komm mal her. 0,03%. Ich
Sollen wir uns mal Segen drin? So. Ach ja, ich würde dir nochmal später sagen, was mit den einen Typen los ist. Ach so, ja, okay. Warte, Weil. ich gebe da halt die Buffs. Du weißt schon, wen ich meine, Ja, oder? ich weiß schon. Gut. Hast du Angriffstrank? Ja. Juhu, gib mir mal bitte einen. Hey, wir sind nicht mal in der Gruppe. Erklärt einiges. Mir fällt das erst nach 10 Minuten ein, dass wir nicht in der Gruppe sind. Warum kriege ich kein Prozent? Hey. Ja, zum Glück habe ich es nicht. Weil du machst ja nur 5 bis 6k Damage bei diesem Ding und ich mache hier 10k, 16k. Boah, die Skillung geschafft. Hm? Ich hab noch nicht mal die Debuffs gelesen. Warte mal. Bla bla bla. Oha, okay. Alter, wenn du mit Wasser-SP kämpfst und Freya mit S gelungen hast, boah. Ja, das ist böse. Oh man. Nimm du den Sabi, ja. Alter. Kommst du später TS? Ich? Ja, von der Ferne. Ich darf nicht rein. Doch, ich werde schon Bescheid sagen, dass du wieder reinkommst. Sag einfach Scheiße, weil ich hab da Scheiße gemacht. Du wirst nicht, dass ich's war, aber. Du Ja, weißt schon. genau. 20er drauf. Ich sag einfach, das war nur Spaß. Blocken mich da hinter S3. Aber die waren, aber ich finde es, ja. Also ich könnte jetzt, ja, ich kann schon TS3, weil. Bei mein Ding, iPod ist so abzocke, gell? Ich musste das erste Mal TS3 bezahlen, gell? Noch da? Ja. Ja, das erste Mal habe ich für TS3 gezahlt. Waren wir noch einander. Ja, okay. Und dann irgendwie, habe ich einen anderen Account geladen auf mein iPod. Dann wieder mein zurück. Und dann irgendwie, muss ich wieder bezahlen. Und ich kann den neuen Update gar nicht runterladen. Weil da steht, ich habe TS3 nicht gekauft, obwohl ich mit meinem Account gekauft habe. Und Ist das kapiere ich jetzt nicht. kritisch. Oh, ich sterb ja gleich. Geh mal kurz in Knochendrachen, weil der stört mich. Mit meinem Damage schaffe ich nichts. So. Zu dumm dafür. Obwohl ich fast nur auf ähnliches Geld habe. Warte, der hat doch auch Resi, oder? Dieser Knochendrache. Ja, der hat gerade Resi gedroppt. Willst du die später haben? Nee, kannst behalten. Ich brauche ja nichts. Davor sagst du noch, du brauchst 29 kk. Ja. Was läufst du weg? Der Knochendrache ist hinter mir. Dann kill ihn, klatsch ihn um. Okay. Cool. Das ist einfach Lane, der ohne mich gekillt. Verrät. So, Leute, das war's jetzt auch mit dem Video. Und ja, willst du noch was sagen, Sodion? Nu. No. Nicht. Also dann, ciao, bis zum nächsten Mal. Bis dann.